Überraschung bei Promi Big Brother. Einen Tag vor dem großen Finale machte Mike Heiter seiner Freundin Lela Lahoa einen Heiratsantrag und die sagte überglücklich ja. Damit hatten die Zuschauer von Promi Big Brother wohl nicht gerechnet. Einen Tag vor dem großen Halbfinale kam es im Container nämlich zu einem besonders romantischen Moment. Denn Big Brother machte Mike Heiter das Angebot, seiner Freundin Lela Lahoa einen Heiratsantrag zu machen. Und nach kurzem Abwägen ließ er sich tatsächlich darauf ein. Denn nach einem Gespräch mit Matze Höhn gab Mike zu, dass er eh geplant hatte, seiner Freundin die Fragen aller Fragen zu stellen. Auch für Kinder mit Lela sei er bereit. Für den besonderen Moment stellte der große Bruder sogar Champagner und ein riesiges rotes Herz mit den Worten "Marry me" bereit. Sichtlich nervös machte Mike Heiter Lela Lahoa vor seinen Mitstreitern und den Zuschauern vor den Fernsehern eine rührende Liebeserklärung. "Ich bin mir sicher mit dir", erklärte er. Und kurzerhand ging er vor Lela auf die Knie und hielt ihr einen provisorischen Ring hin. Und Lela, die fiel ihrem Liebsten überglücklich und kreischend in die Arme, "Ist das jetzt wirklich echt?", wollte sie wissen. Und tatsächlich, Mike und Lela sind einen Tag vor dem großen Finale von Promi Big Brother offiziell verlobt. Dabei sah es in den letzten Tagen zwischenzeitlich sogar danach aus, als könnte die Situation mit Mikes Ex-Freundin Elena Miras zu einer echten Belastungsprobe für die Beziehung der beiden werden. Doch Fehlanzeige. Nach Elenas Auszug wandte sich das Blatt, und nun könnten die beiden wohl kaum glücklicher sein. Kennengelernt hatten sich Mike Heiter und Lela Lahoa im Januar im Dschungelcamp, nun verlobten sie sich bei Promi Big Brother. Wer weiß, vielleicht lassen sie ihre Fans ja auch an ihrer Hochzeit teilhaben.